Unsere Städte haben vielfältige Herausforderungen im Städtebau, im sozialen Zusammenhalt, in der Integration von Zuwanderern, aber auch von Menschen, die in den Städten geboren sind. Und dies alles unter einem Dach zu vereinen, das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Im Kompetenznetzwerk Städtetag bringen all die Expertinnen und Experten aus unseren Mitgliedstädten ihr Wissen ein, ihre spezifische Erfahrung aus der jeweiligen Stadt. Und es führt dazu, dass man voneinander lernen kann und gemeinsam auch im Netzwerk dann neue Lösungen entwickeln kann. Stadtlabore heißt zunächst einmal, dass wir die Städte zusammenführen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, damit sie voneinander lernen. Ich denke, dass man mit dieser Gruppe neue Ideen entwickeln kann, die einen persönlich weiterbringen und wo wir auch wichtige Erkenntnisse sammeln für alle Städte, die dann von diesen Stadtlaboren profitieren. Von der Vernetzung mit den anderen Städten verspreche ich mir Herangehensweisen und Strategien, wie ein Quartier weiterentwickelt und zukunftsfähig gestaltet werden kann. Aber auch neue Anregungen, die wir dann auch in unsere tägliche Arbeit in Heidelberg einbauen können. Der Boxberg ist einfach eine ganz ruhige Wohngegend, die immer so einen kleinen Luftzug hat. Und es ist eine ruhige Waldstadtsiedlung, so wurde das früher genannt. Es ist jetzt etwas über 50 Jahre alt und es war eigentlich so eine Wohnsiedlung nach dem Krieg, wo man einfach Wohnfläche gebraucht hat. Es gibt einen Ostteil mit Hochhäusern, dort hat bereits ein Generationenwechsel stattgefunden. Und es gibt einen Westteil mit Einfamilienhäusern und einer älteren Bevölkerungsstruktur. Dort steht der Generationenwechsel die nächsten Jahre an, dieser muss gestaltet werden. Es ist wirklich ein Stadtteil im Wald und er ist aber ganz städtisch. Viele Menschen, die nach Heidelberg ziehen, ziehen zuerst auf den Boxberg. Man denkt immer, ach, die ziehen in die Altstadt. Nein, viele ziehen zuerst auf den Boxberg. Da hat die Funktion, Ankunftsstadtteil zu sein. Wir sind mitten im Prozess und deshalb machen wir hier Quartiersmanagement und empfinden das als sehr lebendigen Prozess. Als Projektleiter bin ich hier zuständig für die Umsetzung der Aufgaben, die wir durch die Stadt Heidelberg bekommen haben. Wir sprechen uns hier mit der Koordination von der Stadt Heidelberg ab. Ich bin mal gestolpert und gefallen und bin über ein Metall auf dem Weg gefallen. Und dann habe ich das der Frau Kumm gemeldet. Dann hat sie Kontakt mit der Stadt aufgenommen und die haben ihr versprochen, es sofort zu erledigen. Und siehe da, das sofort hat gestimmt. Die Stadt Heidelberg engagiert sich hier mit Personen, Plänen und Ressourcen, um dieses Miteinander in dem Stadtteil zu fördern. Wir hatten unglaublich viele Teilnehmer hier. Die Leute waren begeistert, sie waren dabei, waren an den Thementischen anwesend, haben ganz wichtige Beiträge geleistet. Der Abend war für mich sehr intensiv. Sehr anregend. Ich fand es sehr schön, die Leute zu sehen, mit denen ich hier lebe. Es haben sich viele Leute an den Diskussionen beteiligt und alle haben konkrete Maßnahmen gefordert, genannt. Ich glaube, dass ein gutes Team dahinter steht, dass sich viel Mühe gibt. Der Eindruck wurde mir vermittelt und ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft. Jetzt liegt es an uns, das Ganze aufzugreifen. Wir haben sehr viel zu tun und da freue ich mich und freut sich das Team sehr drauf. Eine
wichtige Aufgabe in einem Stadtteilmanagement ist es, die Menschen zueinander zu bringen, Bedürfnisse zu sammeln und zu schauen, gibt es jemanden, der das anbieten kann vor Ort. Nach Yoga ist die allereinfachste Methode, mit Menschen zu begegnen. Ja, weil das Lächeln, da fängt sie einfach an, dass man sich wahrnimmt. Wir wussten ja, dass es das Stadtteilmanagement gibt und haben Frau Kumm angesprochen, ob sich was organisieren lässt, für Frauen sich zu treffen. Wir wollten den Stadtteil wieder mehr beleben. Wir wollten durch Initiativen wieder aufwerten. Wir wollen unser Image verbessern. Und wir haben durch Imagefilme, durch ganz viele Festivitäten hier eigentlich wieder eine Stimmung geschafft, wo man das Gefühl hat, ja, hier ist was los, es ist kein schlafender Stadtteil. Es könnte um einiges schöner sein hier oben, wenn man wirklich die richtigen guten Fachgeschäfte reinkriegen würden, dass man da hingeht und sagt, man geht wieder bei Tante Emma einkaufen, Feinkostladen, das sind alles so Sachen, wo die Leute sich im Hof wieder zusammenfinden. Ein kleines Schwätzchen halten, wie geht's dir, was machst du, was kann ich dir mitbringen? Das ist halt eben dieses Gemeinschaftliche. Ein wichtiges Thema für den Stadtteil Boxbeck ist die Mobilität, die auch in unserem integrierten Handlungskonzept Beachtung finden soll. Ein konkretes Projekt könnte die Mitfahrbank sein. Die Idee stammt von einer Bürgerin aus der ersten Stadtteilwerkstatt. Sie ist auch ein bürgergetragenes Projekt, sozusagen von Bürgern für Bürger. Ein weiteres wichtiges Thema auf dem Boxbeck ist der Freiraum. Und hier ist das Ziel, die Freizeit und die Naherholungsangebote des Stadtteils zu nutzen und auch weiter auszubauen. Eine Maßnahme hierzu wäre, die Spielplätze zu sanieren und auch instand zu halten. Wenn man dazu noch einen Barfußpfad ergänzen würde, hätte man das Potenzial, alle Generationen zu bedienen, alle Kulturen zu bedienen, alle kommen zusammen, alle begegnen sich und es würde ein schönes Miteinander herrschen. Boxbeck ist ein Stadtteil mit einer enorm hohen Grünfläche. Hier haben wir zum Ziel, die Grünstrukturen auf der einen Seite weiterzuentwickeln, auf der anderen Seite aber die Grünstrukturen auch zu gestalten, wie zum Beispiel Urban Gardening, also Gemeinschaftsgärten anlegen oder eine Blumenwiese, die blüht, oder Insektenhotels. Wir haben hier junge und alte Menschen, Menschen aus allen Nationen und aus allen Kontinenten der Welt. Wir haben Leute mit Familien, wir haben Leute ohne Familien, wir haben unterschiedliche Einkommensklassen. Das läuft hier ganz gut im Boxberg, aber nicht unbedingt von alleine, sondern es ist sehr wichtig, dass das Gemeinschaftliche immer wieder auch hervorgebracht wird. Insofern ist Inklusion etwas, das alle dazu bewegen soll, sich hier heimisch zu fühlen und sich zu engagieren. Ich finde, dass da richtig viel an Struktur entstanden ist. Quartier 2030 ist eine neue Form der Sozialarbeit, insgesamt der Sozialpolitik, die sich etabliert hat, die angenommen worden ist, die in den Kommunen wirklich mit Leben erfüllt wird. Und das ist nicht mehr wegzudenken. Da bin ich mir ganz sicher, auch für die Zukunft. Ja.